Hallo, ich bin der Finanzfabio und wir reden über Geld. Und zwar heute mit der Corinne Brecher und der Vivian Sparrenberg. Schön, dass ihr zwei wieder da. Wir haben ja im letzten Mai einen Podcast miteinander aufgenommen, worden, der so Ende Mai, Anfang Juni ausgestrahlt wurde, wo wir über strukturierte Produkte geredet haben. Einfach aus dem einfachen Grund. Corinne und ich, wir haben immer wieder die Rückmeldung, hey, ETFs sind ja hure langweilig, gibt es da nicht noch etwas anderes? Gibt es en masse auf dem Markt, oder? Und heute haben wir gefunden, reden wir doch mal über über Trend-Investitionen, oder? Aktuell haben wir ja den ChatGPT und AI-Trend, oder? Vor einem Jahr haben wir noch den Trend gehabt, Metaverse. Und dann ist immer so die Frage, wie du jetzt in dem Moment in das investieren, oder? Wie machst du das am einfachsten? Du musst da Einzelaktien raussuchen von Firmen und. Aber das wäre so das Thema vom heutigen Podcast. Und wenn dir die Episode gefällt, denk dran, schick sie an zwei Kollegen, zwei Kolleginnen und dann können wir exponentiell wachsen. Corinne, was gibst du einmal für Antwort deinen Kursteilnehmerinnen zu dem? ETFs sind ja hure langweilig. Ja, also das Erste ist, glaube ich, ja, ich verstehe es. Ja. Das Ding ist einfach, langweilig investieren ist gut für die Altersvorsorge. Ja. Also das heisst, es braucht eine gewisse Basis, die auch darf langweilig sein, die auch darf unspektakulär sein, weil ich glaube jetzt als Schweizer, ja, wir sind nicht gerade bekannt dafür, dass wir mit unserem Geld irgendwelche Turbulenzen wollen in Kauf nehmen, ja, und da ist einfach langweilig tendenziell besser wie ja, etwas, das dann ab durch die Decke geht, wobei wir wollen ja alle irgendwo durch auch wachsen in dem Sinn, dass wir sagen, ich kann eine Basis, ein Basisinvestment, das gemacht ist. Und nachher kommt dann relativ schnell halt mit dem Wissen die Spielerei dazu. Ja. Dass man sagt, ich würde gerne noch etwas ausprobieren. Und ja, je nachdem bewegt man sich dann ins ein oder andere Feld. Und man wechselt das Anlageprodukt. Das ist eigentlich dann der Punkt. Und du sagst, langweilig ist gut für die Altersvorsorge, oder? Ich sage dort auch immer, hey, investieren für Altersvorsorge sollte etwa so langweilig sein wie Beton beim Trocknen zuschauen, oder dass du einfach so weißt, okay, ist so langweilig, aber es funktioniert. Und trotzdem, du willst ja die Motivation in diesem Game nicht verlieren. Also in diesem Game im Sinne von investieren bist du ja dann erfolgreich, wenn du es langfristig machst. Also musst du dich auch immer wieder ein bisschen packen. Oder? Und da gibt es so, in was könntest du jetzt investieren für den Quick Win, könntest du eigentlich auch sagen. Oder vielleicht bist du da falsch mit Themen Investments? Quick Win mehr oder weniger. Es kommt immer darauf an, welchem Thema man sich widmet. Man hofft bei vielen Themeninvestments, die auch gemacht werden oder auch bei vielen Produkten, die da drum gemantelt werden, eigentlich, dass aus jedem, das wir machen, ein Megatrend entsteht, oder? Dass man irgendwie in 5 oder 10 Jahren sagen kann, wow, das ist jetzt echt abgegangen. Aber viele Charakteristika sind vor allem auch, dass es aber auch Rücksetzer gibt, oder? Es geht ja nicht von heute auf morgen, dass irgendein Megatrend oder genauso wie Meta oder so, das ist jetzt erstmal ruhig, oder? Vielleicht sagt jetzt irgendwann Microsoft oder vielleicht auch Facebook sich irgendwann noch, ja komm, wir machen da noch ein bisschen was und dann geht es vielleicht wieder nach oben oder dann wird dieser Trend wieder aufgegriffen. Aber das ist halt das, was viele Leute so ein bisschen aufregend noch finden. So ein bisschen in die Zukunft schauen und so denken, oh, ich habe das doch schon in der Zeitung gelesen oder das habe ich in der Zeitung gelesen, kann man das nicht investieren? Das versuchen wir vor allem auch abzubilden. Mhm. Aber es ist jetzt eben nicht die Altersvorsorge, die ich in 30 Jahren dann aufmachen kann und sagen kann, okay, ich habe jetzt hier wirklich stetig meine 2-3% Rendite erwirtschaftet. Ja. Wie schnell geht das, bis ihr so ein Produkt umgesetzt habt? Es kommt meistens darauf an, wie viele von uns dieses Thema wirklich interessiert. Ja, das auch. Wie viel schaffen bei uns? Oder? Es geht eher darum, wenn man jetzt so ein Thema hat, wo jetzt wirklich 2-3 Leute von uns mega von begeistert sind, oder? Dann pushen wir das vielleicht schon ein bisschen schneller durch, als wenn jetzt irgend so ein Thema, wo vielleicht nur unser Chef sagt, oh, das finde ich jetzt ganz toll und wir alle, okay, ja, wir auch. Und das ist so ein bisschen abhängig, was und wie schnell wir das auch machen. Aber auch, wie schnell der Markt sich überhaupt entwickelt, oder? Wenn wir jetzt nur einmal davon gelesen haben, vielleicht ist die Marktphase auch gerade nicht so cool für Themen, Produkte, weil in Märkten gerade die zum Beispiel fallen, ist extrem schwierig, Leute vor allem zu ambitionieren, von wegen, hey, es geht auch irgendwann wieder aufwärts und vielleicht ist so ein Thema doch was Interessanteres im Gegensatz dazu, dass du einfach nur dein Cash auf der Bank liegen hast.
Aber das ist halt so das Spiel, was wir versuchen, irgendwie den Markt mitzunehmen. In dem Fall, dass wir das, den Trend eigentlich schon vorher sehen, was extrem schwierig ist. Oder? Ja. Aber wir versuchen auf jeden Fall, die Leute zu animieren, immer mal über den Tellerrand zu schauen und das vor allem auch zu unterlegen. Also Themeninvestment ist auch so ein bisschen Geschichten erzählen, weil man hat ja schon eine Grundidee, warum wir das machen wollen, weil wir zum Beispiel erneuerbare Energien, wir brauchen das für die Zukunft und dann gibt es zum Beispiel dieses und dieses und dieses Feld, das man als Thema abdecken kann und viele Leute identifizieren sich auch selbst dann damit und sagen, ja, das finde ich cool, ich habe jetzt zum Beispiel mir ein Solar Zelle aufs Dach gebaut. Ich finde, ja, das ist die Zukunft, oder? Und da drauf kann man dann aufbauen. Und das ist halt das Wichtige für, das ist so ein bisschen emotionales Investieren. Man sagt ja eigentlich, man soll eben nicht mit Emotionen in seine Investments gehen, aber das ist so ein bisschen, okay, das kenne ich. Gut, sind das Emotionen oder wenn du einfach überzeugt bist von jemandem? Genau, es ist ein Zusammenspiel, oder? Wenn, emotional. Ja, aber es gibt auch viele, die sagen, also Solarzellen ist ja, das ist ja komplett Kacke. Das mache ich nicht, das ist für die Umwelt nicht gut, oder? Und es gibt dann die anderen, die sagen, finde ich mega cool für grünere Zukunft oder was auch immer. Und das, okay, ist ja dieses Zusammenspiel, wenn ich das für mich als Zukunftstrend empfinde, kann ich halt auch eben investieren. Ja, gut. Weißt du, emotional ist für mich eher, es geht mir mega schlecht, wenn der Kurs geht, oder? Achso, okay. Dass mich halt lässt, oder? Ja. Oder dass du Diskussionen hast, ich meine, das hast du, glaube ich, an jedem Stammtisch, oder? Ob jetzt Elektroautos etwas Gutes oder etwas Schlechtes sind, oder? Sie beschleunigen einfach sehr schnell, das ist das Wichtigste, oder? Corinne, du wirst mir jetzt das sicher bestätigen mit dem Auto. Ja, und Beschleunigung ist wirklich etwas, wo man dem auch ganz klar muss zuordnen muss. Also ich glaube, ein Thema-Investment hat nochmal andere Spielregeln, wie etwas, wo man sonst vielleicht schon kennt. Das heisst, längerer Anlagehorizont, höhere Schwankungen. Also ich glaube, jemand, der nicht klarkommt mit 30, 40, 50%igen Schwankungen, ja, ist irgendwo in einem Themeninvestment, also es schaut dann wie zu kurzfristig. Also wenn wir Diskussionen haben über einen Fonds, nicht über einen Fonds, über ein Thema, über ein Zertifikat, wo im letzten Jahr oder in den letzten zwei Jahren, eben Stichwort Corona, Ukraine-Krieg, so massiv eingebrochen ist, dann ist wie klar, jede Krise ist eine Wahnsinnsprobe für jeden Trend, wo nochmal um einiges mehr den Trend entweder beschleunigt oder komplett für ausbremst. Ein Jahr ausbremst. Und dann heisst, ja, jetzt haben wir eigentlich das Thema Nachhaltigkeit, wir müssen unsere Umwelt schauen und wir haben gleichzeitig eine Pandemie und dann noch Krieg. Und, oder? Also, ja, man muss immer wieder auch die Perspektive vom Markt einnehmen und dann einfach wirklich nicht kurzfristig denken, weil Themeninvestments sind langfristig. Und gleichzeitig finde ich auch, müssen wir wegkommen von dem Mainstream. Weil alles, was ich in den Medien mitbekomme, oder sei es Print, Online, all die Empfehlungen für irgendwelche Investitionen, also in der Regel, wenn sie ja in der Zeitung steht, ist es eigentlich schon wieder vorbei. Also, aber das ist genau der Punkt, wo ich frage, weißt, wie schnell sind die Themen Investitionen überhaupt aufgesetzt und auf dem Markt? Weil, ich weiss nicht, haben da noch Vorschriften von der FINMA, die irgendwie noch etwas prüfen und ein Höckchen darunter setzen? Weil eben, wenn du sagst, okay, jetzt steht es in den Medien, dann fängt ihr mit der Arbeit an, ist es dann, bis es draußen ist, nicht schon Sport fürs Investment? Also wenn es in den Main, also in den Hauptmedien ist, dann sind wir schon zu spät, ja. Aber wenn wir die Medien, die wir nutzen, sind natürlich nicht immer jetzt die großen Zeitungen, die jetzt irgendwann auch mal diesen Trend abbilden, der dann kommt, sondern es ist eher, dass es halt schon Fachliteratur ist oder dass es Newsletter, okay, sind. Das ist auch viel, wir haben auch ein paar Themenprodukte gemacht, die eher persönlich waren in dem Fall, dass Leute sich damit identifiziert haben, weil sie denken, hey, das ist irgendwie eine coole Art und Weise, zum Beispiel Skin. Skincare, ein Index auf Skincare, oder das ist ein Riesenthema, das ist ein Riesenmarkt, oder? Und das war eher so ein persönliches Produkt, oder? Das, wo du dann sagst, da sehe ich zum Beispiel einen Trend oder da sieht jemand anders einen Trend. Aber wir sind eigentlich relativ schnell, wenn wir die Produkte sofort an die Börse bringen, können wir in zwei, drei Wochen die Produkte lancieren. Okay. Braucht es da nicht noch Prüfung von irgendeiner Finanz? Ja, also das Basisprospekt muss natürlich geprüft werden, aber unsere ganzen Basisprospekte sind eigentlich schon vorher geprüft. Der Indexleitfaden wird geprüft, ob alles, was drin steht, auch eben der Verordnung entspricht. Aber eigentlich dauert es ungefähr so, wenn man es wirklich braucht, kann man es in 3 Wochen machen. Wie motivierst du denn die Leute? Weil du sagst jetzt eben, wenn sie die Zeit gestört, bist du eigentlich zu spät dran. Ja. Ihr habt Infos
durch Fachliteratur und der 0815-Bürger-Investor, der setzt sich ja nicht mit der Fachliteratur auseinander. Also der wird ja eigentlich auch später darauf aufmerksam. Oder wie geht ihr den an? Meistens dadurch, dass wir ihm eigentlich schon sagen, dass es vielleicht dazu kommen könnte. Man sieht es aber auch manchmal, dass eben gerade wenn dieser Trend in, wenn wir schon Produkte dafür haben oder eben Produkte, die ein Thema abbilden und dann zum Beispiel entweder ein Trend wieder aufgelebt wird oder ein Trend gerade irgendwie wieder entfacht wird, der vielleicht schon als totgesagt gilt oder was auch immer, dass man extrem viel Volumen dann wieder sieht in den Produkten, weil gerade wenn man schon was hat und die Produkte zum Beispiel mit Blogbeiträgen oder wir haben schon was drüber geschrieben, wir machen Updates von den Produkten, wenn zum Beispiel was Neues ansteht und die Produkte dann jeweils immer wieder vorstellt und dann wissen die Leute, ich habe das schon mal gesehen, Fontobel hat doch irgend so ein Produkt da drauf, oder? Ja. Entweder rufen sie an, schreiben vielleicht eine E-Mail und das ist halt dieses Spezielle bei Themeninvestments, du machst halt ein Thema, du hast halt nicht eine Aktie dir rausgegriffen, auf die du jetzt ein Produkt imitierst und die Leute vergessen das schon wieder, weil es ist jetzt von gestern gewesen, sondern die haben gelesen, okay, die hatten noch mal irgendwas auf AI, die hatten noch irgendwas auf Wasserstoff, die hatten irgendwas auf Bitcoin. Ich habe irgendwas gelesen dazu. Und das verbinden die dann wieder zu dem Thema, das sie dann vielleicht wieder mal in den Medien lesen. Und deshalb sind Themen halt auch so schwankungsaffin. Und gerade dieses, dass es auch mal runtergeht, da muss man halt mit klarkommen, dass eben dieser Trend dann abebbt. Da musst du allgemein klarkommen, wenn das und genau, muss man bei Aktien auch, genauso. Genau. Und in dem Fall ist es halt für uns wichtig, dass wir alle Themen oder viele Themen, die für uns wichtig sind, vor allem abdecken und auch immer wieder in Erinnerung rufen, dass es diese Themen immer noch gibt. Okay. Hast du mal Kontakt gehabt mit Thema Investment selber? Ja. Ich habe drei Themen bei mir abgebildet. Okay. Blockchain, Cybersecurity und erneuerbare Energien. Und ja, klar, also die Schwankungen sind wirklich enorm. Ich finde, der Vorteil, wenn du später einsteigst in einen Trend, ist, dass du noch einen Track Record hast. Also du kannst schauen, wie hat das Zertifikat während Corona performt, während Ausbruch vom Krieg performt. Kannst du dir wie eine eigene Range so ein bisschen vorstellen, was sind da die Schwankungen und dann explizit, also schon mal strategisch dann reingehen, wenn wieder eine Korrektur ist. Und für mich ist das aber ganz klar, also ich habe jetzt schon auch die Themen so abdeckt, dass ich sage, das Geld, das da investiert ist, das wäre vielleicht auch für meine Kinder dann allenfalls. Also so langfristig? Also ich finde, Themeninvestment unter 5 Jahren Anlagehorizont ist rein statistisch gesehen macht es keinen Sinn, um das irgendwo durchzuvergleichen. Weil eben angenommen, jemand ist letztes Jahr eingestiegen. Also ich habe zum Beispiel in meiner Community eine Diskussion mitverfolgt, wo ich musste eingreifen musste, damit das Thema nicht negativ geredet worden ist. Weil es heisst, ja, erneuerbare Energien ist im letzten Jahr um 45% eingebrochen. Ja, logisch, weil... Wachstum sagt es auch, ja. Oder? Also allein mit der Energiekrise und so weiter. Dafür hast du andere Themen, die wieder gut performen. Und auch dort sind wir dann schlussendlich bei der Diversifikation. Oder dass du dein Geld eben auch breit streust auf verschiedene Themen. Weil du setzt auch nicht einfach auf ein Thema und sagst, nur das wird jetzt in Zukunft... performen. Aber in dem Tracker innen sind ja schlussendlich Aktien von Firmen drin, die genau das abhandeln. Mhm. Oder? Und wenn du die Investition so machst, über den ganzen Themenbereich, dann nimmst du auch den ganzen Aufschwung mit. Oder? Weil früher oder später, wenn sich die Firmen nicht durchsetzen, wären die ja eh immer einen normalen Index drin, oder? In den grossen Indizes. Ja. Oder mache ich da einen Überlegungsfehler? Also tendenziell ist es ja Blue Chip oder großer Indizes hin oder her, ist natürlich die Frage, wann man einsteigt. Man will natürlich relativ weit vorne mit einsteigen. Logisch. Aber man muss auch dazu sehen, gerade Themeninvestment haben natürlich auch gewisse Ansprüche dadurch, wie groß Aktien sein müssen. Wir können jetzt nicht einen Small Cap, der irgendwie ein Volumen am Tag von 10 Stück haben, in den Index rein tun, weil die Liquidität ist schon ein bisschen hapert dann an dem Fall. Aber die Themeninvestoren sind eigentlich genau darauf ausgelegt, eben diese Aktien rauszusuchen, die an ihrer Talsohle stehen und halt nach oben gehen, weil gerade dieses Thema dann performt. Ja. Und dann werden sie wahrscheinlich auch in die großen Indizes aufgenommen, oder? Das ist jetzt kein Ausschlusskriterium.
die Kriterien, die gerade dafür angewandt sind, sind erstens, dass die Aktien natürlich auch handelbar sind oder gut handelbar sind, die in dem Index sind, aber auch gerade, dass sie sich eben nur damit beschäftigen oder gerade sehr viel mit dem jeweiligen Thema. Zum Beispiel, es gibt auch bei Wasserstoff, es gibt auch Automobilhersteller, die an Wasserstoff forschen. Aber man kann explizit in einem Index jetzt sagen, ich möchte zum Beispiel keine Autobauer da drin haben, weil deren Hauptaugenmerk sind halt Autos bauen und nicht Wasserstoffantriebe bauen, ja, oder sowas. Und so kann man halt das Themeninvestment noch weiter spezifizieren und zu sagen, okay, ich möchte jetzt zwar Wasserstoff haben, aber ich möchte nicht die Autobauer drin haben. Ich möchte USA drin haben, aber ich möchte nicht China drin haben. Und so kann man seine Strategie noch weiter verfeinern und was dann eben am Ende das richtige Auswahl von dem riesigen Aktien- Universum, das es halt nun mal gibt. Und man hofft natürlich am Ende daraus, dass man die Top-Shots aus diesem ganzen Portfolio rausgesucht hat und die dann auch irgendwann in Indizes aufsteigen. Ja. Aber mega krass, weißt du, wie pickst du jetzt die richtigen raus? Stell dir mal hure mühsam und schwierig vor, nicht? Vor den Themen, meinst du, oder? Oder die Aktien. Von den Firmen, die du schlussendlich dort drin hast. Ah, du meinst jetzt aus Sicht von der Fonds, ja. Das ist ja eigentlich auch, sage ich mal, unsere Aufgabe, die wir natürlich haben, oder wir versuchen durch die Expertise, die wir haben und die wir auch innerhalb der Bank haben, natürlich weitestgehend versuchen, die richtigen rauszusuchen, was am Ende oder was richtig oder falsch ist. Am Ende wird natürlich dann über die längere Zeitraum halt gesehen, aber versuchen halt mit verschiedenen Methoden das rauszufinden. Es gibt verschiedene Sektoren, in die Aktien einsortiert werden. Dann gibt es, wie viel Umsatz sie in verschiedenen Übergruppen auch machen, also wie zum Beispiel, wie viel Umsatz hat jetzt Ballard Power in Wasserstoff letztes Jahr im Durchschnitt gemacht an ihrem Gesamtumsatz? Mhm. Dann wie ESG sind sie, also haben sie oder produzieren sie Waffen, haben sie Kohle oder was in dem Sinne ist? So kann man auch vieles ausschließen, was zum Beispiel für viele Investoren so ein No-Go-Kriterium ist, dass es irgendwie in Atom investiert oder dass sie Waffen herstellen. Dann in welches Universum man investiert, also zum Beispiel nur USA, World, Ex-China. Und das ist gerade auch die Expertise, die natürlich von uns kommt, auch von unserem Indexanbieter, die das dann machen, um natürlich dieses Ganze runterzubrechen und dann eben hoffentlich auch die richtigen auszuwählen. Und am Ende ist da auch für das Rebalance zuständig. Das Rebalance ist zum Beispiel halbjährig gemacht wird. Da wird immer noch mal geschaut, okay, ist die Aktien, die in meiner Strategie aktuell sind, auch immer noch die richtigen Aktien? Oder hat sich vielleicht einer dazu entschieden, jetzt irgendwas anderes zu machen? Ist da schnell halbjährlich oder ist da normal oder ist da? Halbjährig ist eigentlich die normale Frequenz, wenn es Rebalance wird, weil so kann man eigentlich einen relativ guten Überblick behalten, ob es alles noch richtig ist, was im Index oder welche Aktien enthalten sind, und man kann auch darauf reagieren, wenn irgendwas passiert. Es gibt auch außerordentliche, wenn zum Beispiel eine Aktie unter bestimmte Werte fällt oder zum Beispiel nicht mehr gelistet wird. Aber tendenziell ist halbjährlich eigentlich das Normalste, was wir haben. Ja, okay. Schon krass, weißt du, wir sind ja alle aus der Finanzbranche und haben so unterschiedliche Tätigkeiten, oder? Dann hörst du so Sachen und denkst, hey, da musst du ja hure viel beachten. Das finde ich schon noch faszinierend. Weißt du, wie vielseitig das die Branche eigentlich ist am Ende des Tages? Ja. Gut, ich nehme an, das ist bei euch alles automatisiert mit Meldungen und da und Achtung. Nein, das ist eigentlich die ganze. Das oder ja. Also das sind ja dann am Ende des Tages alles Meldungen, oder? Also Warnsysteme, die in sich greifen innerhalb von diesen Zertifikaten auch. Ja, also es ist bei uns auch nicht, also wir kreieren, sage ich mal, die Hülle von dem Produkt und die sich dann auf eben diesen Index an Einzelaktien, die zusammengesetzt werden, dann als Thema abspielen, dann abbilden. Und wirklich, also für die Indizes, es gibt eigene Firmen, die nur diese Indizes machen und halt auch die Strategie dahinter und die auch bewachen, ob alles okay ist. Am Ende wird alles automatisiert. Ich glaube, das Schwierigste, was am Anfang ansteht, wir bekommen eine Auswahl von Aktien, die laut dem, was aufgestellt wird, in der Strategie drin sein sollte. Und wenn ich jetzt sage, okay, ich verstehe aber nicht, warum der da drin ist oder warum der da drin ist und ich hätte vielleicht ein bisschen mehr China, dann wird das noch wieder angepasst und verfeinert. Und am Ende ist das eigentlich die Hauptarbeit, erstmal den Index zu starten und hinzustellen und zu sagen, okay, ich gehe davon aus, dass es auch wirklich das Thema abbildet. Und dann, was danach kommt, ist alles vollautomatisiert. Ja. Zum Glück. Zum Glück, ja. Okay. Wie baust du das in eine normale Strategie ein? Also weißt du, wo setzt du dort an? Oder wo informierst du dich am besten? Weißt du, das heißt Fachliteratur,
Gibt es da irgendeinen Newsletter, den du kannst abonnieren von eurer Seite? Wäre eigentlich eine schlaue Idee, oder, dass du das machst. Ja. Dass die Leute auch zu diesen Infos kommen, oder? Ja, also die Themen Investments, bei uns zum Beispiel sind die Themen Investments in einer Broschüre zusammengefasst. Die kann man relativ einfach einsehen und vor allem auch dadurch relativ guten Übersicht halt erhalten, welche Produkte oder welche Themen an sich es schon gibt bei uns. Und dann gibt es natürlich die Newsletter, die auch jeweils die Updates schreiben für, wenn zum Beispiel ein Rebalancing da war, schreiben wir auch immer noch ein Update darüber. Es gab zum Beispiel ein Rebalancing, es ist aber keine neue Aktie reingekommen, weil zum Beispiel alle so und so performt haben. Das kann auch passieren. Alles läuft super. Alles läuft super, es geht nur nach oben. Und das ist halt die Zweiseitigkeit, die wir haben. Oder entweder passiert was im Rebalancing oder es passiert halt nichts. Und in dem Fall versuchen wir halt trotzdem den Leuten ein bisschen Content zu geben und jedes Mal, wenn eigentlich ein Rebalancing ansteht, noch so ein kleines Update zu geben. Und das kann man mit unseren Newslettern abbilden. Wir haben auch ein eigenes Themen Investment-Sektion auf unserer Webseite, wo man sich noch ein bisschen einlesen kann. Tendenziell ist die Funktionsweise von den Trackern eigentlich nicht das, was die meisten Leute nicht verstehen oder wo sie noch Fragen haben, sondern tendenziell, wer ist in dem Index drin, wie wird der rebalanced und was sind so die Kriterien? Das ist beim Tracker eigentlich relativ gut auch zusammengefasst in den Factsheets. Und die Factsheets zeigen auch, wie viel Euro habe ich drin, wie viel Dollar habe ich drin, wie viel USA, China, welche Aktien habe ich alles drin, was die Gewichtung ist von den einzelnen Aktien. Und da haben dann auch manche Leute so, ah ja, Ballard Power habe ich schon mal gehört, Plug habe ich schon mal gehört, Nordex kenne ich, das gehört irgendwie in die Richtung. Und so haben sie schon so ein bisschen Feeling dafür, okay, das ist, glaube ich, das Richtige, weil ich habe mich da schon mit auseinandergesetzt. Und so sieht man einfach, was auch in dem Produkt drin ist. Und wenn man die Strategie an sich haben will, haben wir zu jedem Tracker, den wir gemacht haben, mindestens einen Blogbeitrag, der ausführlich erklärt, was die Strategie dahinter ist. Ja. Was sind so die gängigsten Fehler, wenn man sich in diesem Bereich vorwagt? Weil du hast jetzt vorhin zum Beispiel gesagt, du gehst schauen und du kaufst noch. Also du behaltest es im Auge und tust auch Nachkäufe tätigen, oder? Also das Mindset ist halt das anderes dahinter, wenn er 20-30% einbricht oder das Zertifikat, dann gehe ich nochmal mit einem Betrag rein. Also es ist nicht so, dass ich monatlich jetzt bespare, sondern viel mehr halt auf die Einbrüche warte und dann wieder reingehe. Und das eigentlich dann wie etwas Gutes ist halt. Also, man muss halt gut, immer wenn es Einbrüche gibt und noch ein Lad ist, ist es gut. Ja, aber das Mindset haben ja viele nicht, die anfangen. Die haben zuerst mal Angst, oder, weil alles im Minus ist und dann Verknüpfung, oh, das ist nicht gut. Ja. Aber dort muss man wie auch die Angst aus. Also es gehört halt zum Investieren. Ich erkläre es immer gerne an Barilla. Oder wenn der Coop Barilla 50% ausschreibt oder in der Anzeige, dann weißt du, die halbe Schweiz wird einfach Barilla zum Nachtessen. Oder ist halt einfach vorgegeben. Weil die Leute stürmen. Das ist mega krass. Wir sind ja neben dem Coop, oder? Jedes Mal, wenn die Aktion ist und ich am oben nach der 5 in den Coop gehe, ist einfach das Barilla-Regal leer. Ja. Und du weißt einfach, in Lenzburg wird jetzt nur noch Teigwaren gegessen, heute oben, oder? Und genau das Gleiche müsst ihr eigentlich an der Börse machen. Oder wenn es mal scheppert, könnt ihr posten. Ja, genau. Posten. Das lohnt sich, oder? Genau. Ja, den Vorrat auffüllen an Teigwaren im Depot. Und es hilft eben auch, also ich finde gerade, wir Schweizerinnen und Schweizer, wir haben eine Tendenz, zum Home-Bias, sogenannte, aus der Finanzmarktpsychologie, dass wir eigentlich unseren Heimmarkt bevorzugen. Und mit diesen Themen, Investments, kommen wir raus aus der Komfortzone. Das heisst, du schaust automatisch dir auch andere Firmen an, die halt jetzt nicht unbedingt dann aus der Schweiz kommen, oder je nach Trend. Und dass du so dann dir automatisch auch internationales Flair sozusagen in dein Portfolio holst, was ja auch wieder zu einem gesunden Mix beiträgt. Und dann hast du halt also die Schweizer Tanker oder die grossen Unternehmen, die jedes Jahr schön einfach Umsatz dahingestellt, aber auch ihre Dividenden zahlen. Und dann hast du halt nebenbei ein paar, die einfach ein bisschen die einfach schwanken, aber es ist ja dann okay, weil es einfach im Rahmen von der Gesamtstrategie aufgeht. Und du musst dich vielleicht auch fragen, weißt du, wenn der Kurs einbricht, glaubst du immer noch an den Trend? Oder hat sich ist ein neuer gekommen, der wie ablöst? Oder hast du das Gefühl, mal, es kommt jetzt doch noch mehr? Oder weißt du, bevor du den Einkauf machst? Also ich glaube, dort hast du so wie
bei anderen, so bei Basics Investments wie ETF, einfach kontinuierlich einfach nachhaust, oder? Ist dort, darfst du nochmal das Hirn einschalten, bist immer noch so fest überzeugt, also darfst du dich nochmal hinterfragen. Ich glaube, das ist schon wichtig dort auch nachher, oder? Aber ja, vom Mindset her. Also ich würde tendenziell bei mir jetzt keinen abstellen. Ich bin eigentlich am Aufstocken. Ja. Also ich habe eigentlich das Ziel, irgendwann so 7-8 Themen schön können abzudecken. Und dann musst du halt auch immer Kapital haben im Rücken, oder um dann bei den jeweiligen Einbrüchen auch wieder nachkaufen. Können reagieren, ja. Aber für mich ist es wie keine Option, um irgendwo rauszugehen, weil ich auch finde, ja, es ist für mich jetzt persönlich schwierig. Weil du nach wie vor überzeugt bist davon einfach. Ja, wobei ich finde es eben ein bisschen gefährlich, oder, mit dem überzeugt sein. Also ich finde dann, musst du schauen, was sagt die Statistik oder was sagen die Analysten langfristig gesehen. Weil ich bei gewissen Unternehmen gar nicht dahinter sehe, was die sonst noch alles machen. Mhm. Also, stimmst du auch noch, weil die Aktien von Firmen, dass du in so einem Track noch drin hast, wo du gar nicht gedacht hast, dass die genau in diesem Bereich irgendetwas machen, oder? Genau. Also ich meine nur schon, wenn wir irgendeinen Meta-Konzern nehmen, oder? Also Social Media ist ja in dem Sinn, wo wir eigentlich gerade direkt das Unternehmen in Verbindung bringen, ja eigentlich nur ein Bruchteil von dem, was sie machen. Ja. Und dann ist einfach auch wieder die Recherche, die Analyse ist wichtig und ich sage mir dann einfach, ich habe nicht die Zeit, um dann da so vertieft reingehen. Außer den Social Media-Anbieter macht es einfach mega einfach und ändert gerade den Namen in Meta, dann ja. Weisst du, was die Zukunft ist von denen. Oder auch wieder nicht mehr so aktuell. Das ist ja echt die Schwierigkeit, oder? Ja. Meine Facebook ändert sogar den Namen. Mega Trend. Und jetzt hast du das erste Mal gehört, sie haben die Investitionen in diesem Bereich gestoppt. Was fange ich jetzt mit dieser Information an? Ja, das ist halt eben genau, um das es eigentlich auch geht, oder? Also Meta ist ja auch eben davon ausgegangen, dass es der Megatrend ist. Wahrscheinlich denken sie es immer noch, aber vielleicht haben sie gerade andere Probleme, die sie vielleicht irgendwie ein bisschen... Also statt Milliarden rein investieren, einfach einen Tracker von euch kaufen, wäre besser gewesen, oder? Vielleicht kommt man da besser bei weg, man weiß es nicht. Aber genau, also das ist eben das Schwierige, oder? Nur weil Meta sich oder Facebook sich Meta genannt hat, heißt es nicht, dass der Trend auf jeden Fall in die Richtung geht. Aber es kann schon sein, dass die zum Beispiel einfach nach einem oder zwei Jahren trotzdem wiederkommen und der Trend dann auch wieder ausbricht. Oder? Das ist halt einfach. Ja, also gerade eben, was die Auswahl angeht, das heißt nicht nur, weil man Meta heißt, dass man halt sein Geld auch mit Meta verdient, oder? Google oder Amazon verdienen sein Geld auch nicht mit dem Online-Marketplace, sondern einfach mit ihrer Cloud, oder? Und das sind einfach so Sachen, die man vielleicht, wenn man sich ganz normal mit den Aktien beschäftigt, gar nicht so sieht, was auch hinter den Unternehmen eben steckt oder wo sie auch noch irgendwie investieren. Zum Beispiel auch Patente sind ganz wichtig, was sie sich engagieren für die Zukunft, weil Patente eigentlich das vorgeben, was die Zukunft halt bringen sollte oder wo auch das Unternehmen sich drauf konzentriert. Geberit zum Beispiel ist ja eigentlich auch nicht dafür bekannt, dass sie jetzt irgendwie dafür bekannt sind, dass sie irgendwie sauberes Wasser machen oder so, aber die haben auch Patente, die eben dieses Wassersystem beinhalten, was wieder für die Umwelt im Endeffekt später dann besser sein soll, oder? Und das ist halt die Momentaufnahme jetzt ist, okay, ich habe einen Trend und ich glaube, er kommt und die Unternehmen sind vielleicht schon darauf vorbereitet für diesen Trend, aber das, was am Ende zahlenmäßig, umsatzmäßig da rauskommt, das sieht man jetzt nicht, aber das ist für die Zukunft schon gebaut. Es gibt halt viele Unternehmen, die sich schon in verschiedene Spuren reingebracht haben, um diesen Trend abbilden zu können, aber das sieht man halt nicht sofort und deshalb sind Trends halt eben erstens schwankungsintensiv, weil es halt auch mal der Trend auch von den Medien einfach verschwinden kann, aber wenn er kommt und wenn er dann wiederkommt, dann sieht man ihn extrem. Ja. Dann bist du lieber drin, oder? Weil du sagst, zu früh investiert sein, also ich bin lieber zu früh drin und sitze lang mein Minus aus, statt dann nachher den Aufschwung zu verpassen. Ja. Weil du kannst es, also ganz ehrlich, oder? Es ist wie unmöglich, also wie auch gegen oben, oder? Dass du irgendwo den Boden verwischst von etwas, ist es auch unmöglich, dass du irgendwo bei einem Aufstieg dann den richtigen Einstiegszeitpunkt findest. Also finde ich, für mich persönlich ist es beruhigender, wenn ich einfach weiss, ich bin investiert, ich bin jetzt halt im Minus, aber dafür muss ich auch nicht schauen, dass ich dabei bin, wenn dann der Aufschwung kommt. Verstehe ich vom Ansatz her. Und manchmal weisst du ja gar nicht, oder das fehlende Puzzleteil, weisst du, kann ja manchmal eine Kleinigkeit sein, oder dass etwas fliegen kommt. Im Metaverse bin ich ja überzeugt, dort ist mega viel gebaut und parat und ready. Aber solange die huren VR-Brillen einfach noch so mega gross sind und nicht alltagstauglich,
wirst du einfach zu wenig User haben dafür. Oder? Und wenn dann, nehme ich jetzt mal an, Apple eine schlaue Brille wird rausbringen, oder? Dass es dann wirklich kann von heute auf morgen rausklopfen kann. Das gleiche ist ja mit dem iPhone passiert. Oder Smartphones hat ja nicht Apple erfunden, sie haben es einfach schön gemacht und alltagstauglich. Und darum ist ja dann, gerade im Tracker rein, hast du dann eigentlich von der gleichen Branche alle Firmen drin. Oder, also nicht alle, aber einfach sag mal, die mit dem höchsten Potenzial, oder, die Analysten herausfinden. Und dann ist es auch, kannst du es wie abgeben, um zu sagen, ja, bin ich jetzt in der richtigen Firma drin? Weil dann wird die eine oder andere wird Konkurs gehen, das ist klar. Und im Wachstum, die einen gehen ab, die anderen sind hin und her dümpel, aber du bist halt mit dem ganzen Zertifikat ganzheitlich investiert und profitierst so eigentlich vom Gesamtvolumen, von der Gesamtinvestition. Also du wärst jetzt auch nie angegangen, eine Einzelfirma raussuchen, die in diesem Bereich investiert? Nein, also zum Teil wirklich, also gerade zum Beispiel bei Cybersecurity, also wo ich da reingeschaut habe, habe ich gedacht, oh Gott, also noch nie gehört, oder? Also von diesen Firmen. Ja. Und bei den Einzelaktieninvestments tue ich noch gerne zum Beispiel einen Newsletter abonnieren von einer Firma, oder gesagt, das ist Geberit, da weisst du, hey, Rapperswil-Jona kann ich vorbeifahren, die Firma gibt es wirklich. Weißt du, du hast auch fest draus gesagt, die Firma gibt es wirklich, ist noch wichtig, oder? Nein, aber den Newsletter von einer Firma abonnieren, wo du investiert bist, das ist voll schlau. Ja, und also der Best Case ist, dass du sogar kannst trennen im Newsletter Investor Relations und normalen Newsletter. Ja. Weil ich baue jetzt nicht gerade ein Haus, wo ich muss sagen, gebe Rit, oder, wo ich dann noch die ganze Ausstattung brauche, sondern ich will einfach investiert sein. Und dann, ich bin jetzt nicht sicher, ich glaube, ich bin nicht sicher, ob es gibt, aber eben, dass du trennst, ich tue den Investor Relations Newsletter abonnieren und bist dann getrennt vom anderen und musst auch das Monitoring dann nicht übernehmen, weil ich habe dann für mich auch einen eigenen Ordner, wo ich all die News bekomme, oder Medienmitteilung, die werden ja dann in der Regel schnell sein und sagen, ja, wir haben einen Aktiensplit oder wir machen eine Kapitalerhöhung und dann kannst du mich ein bisschen zurücklehnen und weißt, aha, der Newsletter sollte dann schon kommen. Apropos Newsletter, das ist so nicht mit dem Thema zu tun, aber du schreibst mega geile Newsletter. Also tun den von der Corinne abonnieren, weil... Aber deine ist auch gut. ich muss immer lachen, wenn ich deine lese. Wo nimmst jetzt du die Geschichte wieder her? So geil jedes Mal. Ja. Storytelling, danke. Sehr gerne, sehr gerne. Was immer mit dem Thema? Newsletter, genau. Was weiss man jetzt schon, oder was haben wir jetzt schon auf dem Radar, wo noch nicht gross in den Medien ist zum Thema Trend Investments? Gibt es da schon etwas, was du darfst erzählen? Ja. Also wir haben aktuell in unserer Pipeline sehr viel natürlich. Nein, wir haben ein, zwei Themen, die wir uns angucken. Alles, was so sich mit Biodiversity beschäftigt im Moment. Aber auch, was sich aktuell mit zum Beispiel mit Fettleibigkeit oder Insulin, alles, was in die Richtung von, also nicht die Krankheit an sich, sondern eben, was sich mit Bekämpfung von Krankheiten, die sehr häufig vorkommen in der Population, was sich daraus kristallisieren kann. Da sind wir aber aktuell noch am Schauen, ob es als investierbares Thema überhaupt Sinn macht, das anzubieten. Und das sind aktuell so ein bisschen unsere Themen, an denen wir schauen. Aber man muss auch dazu sagen, das letzte Jahr vor allem war kein Themeninvestment-Jahr. Das war komplett getrieben davon, dass die Leute eigentlich abgewartet haben. Was eigentlich genau der falsche Zeitpunkt ist, weil man sollte eigentlich investieren, wenn es halt nach unten geht. Aber es war viel Abwarten, was wir gesehen haben. Und gerade Themeninvestments oder auch Tracker, die leben halt davon, dass man die Zukunft spielt oder dass man irgendwas mit der Zukunft auch verbindet. Und wenn es halt gerade an den Märkten so ein bisschen rumpelt und man halt nicht wirklich weiß, ob das jetzt wirklich, ist das jetzt wirklich was Gutes oder was Schlechtes, dann zögern die Leute halt immer so ein bisschen. Deshalb haben wir letztes Jahr eigentlich auch nicht viele neue Themeninvestment gemacht, sondern wir haben uns eher darauf konzentriert, vor allem unsere bestehenden wiederzubeleben. In dem Fall, dass wir die Story darum nochmal erzählen, um was es uns überhaupt gegangen ist. Und unsere Pipeline ist schon relativ, oder das, was wir haben, ist schon relativ groß und deckt eigentlich die größten Themen schon aktuell ab. Und deshalb konzentrieren wir uns auch eher darauf, diese zu bespielen, weil das, was wir haben, ist das auch das, was die Zukunft eigentlich bringen soll. Es bringt nichts, wenn wir jeden Monat ein neues Thema rausbringen, weil so viele Themen gibt es irgendwann auch nicht. Also es ist nicht alles ein Megatrend auch am Ende.
Und deshalb muss man auch aufpassen, dass sich auch vor allem die Aktien nicht überschneiden. Oder früher ist man natürlich, man hat überall Alphabet, Facebook, Apple, die sind halt groß mit dabei, wenn es vor allem so in die Richtung geht, was alles mit AI zu tun hat und was halt mit Technology so ein bisschen zu tun hat. Und man muss halt aufpassen, dass man nicht in jedem Basket dann am Ende Apple, Microsoft und Google drin hat, sondern man muss halt schon versuchen, ein spezielles Thema zu finden und da auch eben diese speziellen Aktien zu finden, die da sind. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe, oder? Wenn wirklich voll dabei ist, dann wird er auch in einem normalen MSCI World Index schon dabei sein, oder? Also dass mit dem eigentlich ja auch indirekt in Themen Investments investierst. Grob, also Navitwatch, das ist immer Apple in erster Position, dann kommt Microsoft, genau, und dann irgendwie, also genau. Top 5. Aber das sind halt immer die, deshalb sind wir auch davon weggegangen, immer diese 5 da drin zu haben, oder? Weil, das finde ich ja gut, ja. Weil das ist Dinge das, sind, was den MSCI ja fast ausmacht, oder? Das sind halt ja immer die Großen und dann ist uns das aber auch erst, das muss ich fairerweise sagen, uns ist das irgendwann aufgefallen, dass wenn man diese Constituents dann sieht, also die da drin sind, da war immer Apple, Facebook, Meta, Google, also Alphabet, oder? War immer drin und wir immer so, ja, okay, nach dem dritten Mal war es dann schon ein bisschen auffällig für uns, oder? Und dann haben wir uns irgendwann gesagt, okay, wir müssen halt das anders bauen. In dem Fall nicht, dass wir sie ausschließen, sondern dass wir einfach unsere Kriterien verfeinern. Und sobald man die Kriterien halt sehr fein einstellt und auch auf die Revenues geht, im spezifischen Bereich, den man abbilden will, dann fliegen die halt auch raus, weil sie sind nicht so spezialisiert. Außer wenn man jetzt Cloud sagt, da ist Amazon und Microsoft halt, obwohl sie eigentlich das nicht, sie sind ja kein Cloud-Anbieter, oder? Aber sie machen am meisten Revenues bei der Cloud. Da gehören sie dann schon wieder in den Index rein, weil sie zu den Cloud-Anbietern gehören, die am größten sind. Aber zum Beispiel, wenn man jetzt E-Commerce sieht, oder? Natürlich ist Amazon da vorne mit dabei, weil sie auch E-Commerce machen. Aber man muss halt diese Stellschrauben wirklich gut einstellen, damit man die Big Players halt einfach rausnimmt, oder? Das ist genauso wie die Autobauer aus Hydrogen rausnehmen oder aus Wasserstoff. Die haben nichts damit zu tun im Ende. Mhm. Natürlich machen sie ein bisschen was, aber sie machen nicht den Trend, oder? Mhm. Und das ist halt sehr wichtig, um am Ende das Thema auch wirklich abgreifen zu können. Ja. Und das war, was wir auch lernen mussten, oder? Dass man am Anfang halt immer die Big Players so ein bisschen, man will sie ja nicht rausnehmen, weil sie machen ja schon sinnvolle Sachen, aber man muss halt seinen Index so weit spezialisieren, dass er auch das bringt, was ich am Ende abbilden will. Und das gehört dann auch dazu, dass da wirklich Aktien manchmal drin sind. Ich lese manchmal diese Liste und denke mir so, ich habe noch von keiner Aktie was gehört, oder? Und ich mache das schon ein paar Jahre. Und dann rufen wir halt unsere Spezialisten an und die erklären ihnen dann wirklich, warum diese Aktie da drin ist und was auch der Grund ist. Und meine Kollegin schreibt dann halt auch wirklich darüber, warum diese einzelnen Aktien da drin sind. Und wir haben hinter allen, die da drin sind, wirklich einen Sinn. Und das ist, glaube ich, auch das Spezielle an Themeninvestments, dass wir uns die Aufgabe dazu machen, wirklich spezielle Aktien zu suchen, die jetzt nicht 0815 Mainstream oder im MSCI World drin sind, ja. Das finde ich auch mal auch sympathisch dann, oder? Wenn du das aufmachst und siehst, was ist da drin und du verstehst nichts, dann finde ich es persönlich ein positives Zeichen. Erklär dann hat es was Sinn gemacht. Ja, die überlegen sich etwas bei dem, oder? Okay. Ja, nein, nicht einfach wie im Supermarkt einfach die gleichen Chips in unterschiedliche Packungen füllen, oder? Also ich meine, die Verpackung ändern, ja, kann jeder, aber ja, ich finde das halt spannend, wenn Firmen drin sind, die eben nicht so Mainstream sind. Was mir manchmal noch ein bisschen fehlt, ist der antizyklische Fokus. Weil eigentlich die meisten sind immer nur auf Zykliker ausgerichtet. Und ja, also ich weiss nicht, vielleicht haben wir irgendwo eine Wunschbox bei der Fontobel. Können wir mal mit der Community starten? Was wäre so ein Wunschthema? Hast du schon ein Beispiel? Also ich bin persönlich Fan von fleischloser Ernährung. Wo ich einfach komplett aufgeschmissen bin, im Moment mit meiner Beyond Meat Aktie. Die habe ich auch. Ja. Aber weißt du, was das Problem ist? Ich glaube schon, dass das Fleischlose oder das Vegane Zukunft hat. Das Problem ist der Shit, den wir in den Einkaufsregal bekommen, ist einfach immer noch nicht gesund. Ja, es hat kein Fleisch drin, ja, es hat kein Tierprodukt drin, nichts, aber es ist nicht gesund. Und ich meine schon nur, ich habe die Burger gerne von B&B. Wirklich? Ui. Aber das Ding ist, geschmacklich her, von der Konsistenz her und selbst auf dem Grill, es ist so mega, mega ähnlich wie richtiges Fleisch, dass ich jedes Mal denke, was für Zeug haben die da reingepackt, dass das so ähnlich kann sein kann? Das muss ja chemisch sein, das kann ja nicht gesund sein. Und ich glaube, dort müsstest du mega
rausdingseln, was ist dir los, aber gesund. Und das ist auch der Trend, der sich durchschlägt. Also ich würde jetzt niemals in ein veganes Franchise investieren, wo ich nicht weiss, dass das auch wirklich eine mega gesunde Ernährung ist. Und ich glaube, dort dreht sich dann echt Spreu vom Weizen. Jetzt wollte ich wieder schlauer reden, oder? Dann verdrehen sich die Wörter in meinem Mund. Dort musst du wirklich mega aufpassen, in was du genau investierst. Und das ist auch das Problem von Beyond Meat. Bin ich 100% überzeugt. Aber das Thema an sich ist halt für viele interessant. Wir haben zum Beispiel Alternative Food Index, der sich eben gerade darauf spezialisiert. Okay. Ja. Das dann kaufst du Insekten. Zum Beispiel, ja. Firmen, die sich darauf spezialisieren. Gibt es auch super viele. Ja. Es gibt auch wirklich gelistete Unternehmen. Nein. Ich schon, es ist gar nicht so schlimm. Ja. Augen zu und dann. Dann geht's? Ja. Okay. Und dann siehst du ja auch nicht mehr, was du isst, das ist auch schlechter. Ja, du kaufst es ja, du weißt es ja, dass es irgendwelche Würmer oder Maden oder was auch immer sind. Ja, ja, nach dem beim Essen einfach schnell die Augen zu machen. Ja. Aber das ist aber auch ein gutes Beispiel, oder? Man hat viel gesehen, sie sehen halt sehr viele als Trend, oder? Ja. Aber die Aktien, die auch da drin sind, die sind halt noch nicht abgehoben, weil alle warten irgendwie auf dieses, okay, das hat irgendwie, ich verstehe schon den Trend dahinter, aber warum kommt der Trend einfach nicht? Beyond Meat ist bei mir genau das Gleiche, das ist eine sehr schwache Nummer bei mir im Depot. Ist ja minus 92% oder was? 85, glaube ich. Ja, ich auch. Okay. Das tut etwas weh, ja. Tut etwas weh. Ja. Aber ja, es ist halt. Es darf man eigentlich gar nicht sagen, oder? Manchmal investieren ist eben nicht nur Ponyhof, oder? Das muss den Leuten auch bewusst werden, oder? Und ja, man muss mal an, du hast noch genug andere Aktien und bist genug diversifiziert und hast nur mehr Geld drin, das du auch verlieren darfst. Dass es kein Problem ist. Oder? Und wir müssen darüber reden, damit es normal wird. Oder? Damit wir müssen das ein bisschen normalisieren. Weil wenn ich in meinem Newsletter zum Beispiel auch sage, ich bin dort und dort im Minus, oder mein Portfolio ist wirklich so ein bisschen am Ausblüten, dann kommen nachher 30 Antworten, oh, ich bin so froh, weil ich bin auch im Minus. Und dann sage ich, gut, jetzt sind wir doch alle zusammen im Minus. Ich habe mal einen Podcast gemacht mit dem Thomas, mit dem Sparkoyote, mit unserem Kollegen, über unsere Finanzfehler. Die Folge ist durch die Decke, einfach nur, weil die Leute checken, hey, auch wir haben nicht alles zu Gold verwandelt, wir haben mal Geld verloren. Und ich finde es mega wichtig, dass du darüber redest, weil über deine Wins posten kannst du überall, aber das ist halt nicht die Realität. Oder? Und auch, dass auch wir drei Fehler machen, finde ich mega wichtig, oder? Dass man das mal aufzeigt. Ja, deshalb spricht man ja auch, also deshalb sprechen wir ja auch so oft, dass man diversifizieren muss, dass man nicht alles in einen Korb legen soll. Ich meine, das kommt ja schon von ungefähr, also wir sind ja auch keine Hellseher und das ist halt, man muss halt verkraften können, oder? Es tut zwar im Herzen weh, wenn ich mein Depot anschaue und immer noch diese Zahl da sehe. Aber ich hoffe, ich hoffe, dass das Ding irgendwann mal durch die Decke geht wieder. Ja, genau. Die Hoffnung stirbt zuletzt, auch da drin, ja. Ich bin eben Fan, dass man Investments loslässt, wo. Ja, ich war schon oft sehr kurz davor, dann brauche ich es nicht mehr mir anzuschauen, ja, weißt, weil dann leidet es immer wieder. Ich habe es einfach lieber, wenn ich ins Depot hineinschaue und es ist grün, statt dass es rot ist oder tiefrot. Nein, ich finde eben auch, das gehört dazu, dass man sich irgendwann eingesteht, nicht so ein tolles Investment gewesen, ich will jetzt wieder los, ich tue meinen Fehler realisieren und investiere an Geld, das noch drin ist. Die 22 Rappen noch in anders rein, oder? Dass ich dort besser kann erholen kann, finde ich, gehört eben auch dazu langfristig. Ja. Haben Sie das Gefühl, die Zugänge zu diesen Trends werden immer einfacher oder musst du immer genauer anschauen? Wie du sagst, du kannst ja nicht 20 Trend-Investments haben, sondern du hast jetzt 3, sagst du, willst auf 8 aufstocken. Wie kommst du überhaupt auf 8? Aber es fühlt sich so schwieriger oder einfacher. Es ist so viel spannend. Einfach so viel spannendes Zeug dabei. Oder, ja, irgendwie, ich finde jetzt noch ein Beispiel. Ich habe mich vorbereitet auf das Gespräch und habe die Broschüre ausgedruckt von der Fontobel. Und dann ist die auf meinem Tisch gelegen, zuhause. Und dann kommt meine Mami und sagt, was ist das? Und sie sagt, das ist ein paar schöne Bildchen. Und dann sagt sie, aha. Finanzfamilie brechen. Gleich verkauft. Da kann man investieren. Oder das nenne ich Zugang schaffen zu einem Thema. Also ich finde, über die Themen ist es extrem einfach, um den Leuten das einfach näher zu bringen. Das ist ein Anlageprodukt, das deckt das ab. Also ich kann dort wie können erklären, oder, was es mit dem auf sich hat. Und ja, ist mir übrigens eine sehr schöne Broschüre.
Hat dein Papi auch schon den Senf dazugegeben zu Themen? Nein, ich glaube, von dort ist er nicht investiert. Aber es wäre noch spannend. Ich bin schockiert. Ich frage mal, vielleicht kommt er wirklich den Podcast, kannst du ihn ausfragen. Er ist eher so der Schweizer, er hat den Schweizer Homebias. Ja. So, die zahlen ihre Dividenden, das ist gut. Aber ja, Themen. Themenfonds. Trends, ja, oder Zertifikate wären mal noch spannend, ja, zu wissen. Haben wir auch über die Schweiz übrigens. Nur Schweizer. Ah ja, aha. Eben. Also die, wo in welchem Bereich hat es die Schweiz geschafft, einen eigenen Thementracker zu bekommen? Wir haben den Swiss Research Basket, was auf unserem eigenen von Topel Research basiert, also Aktien, die buy-gerated sind und ähnliches, die haben wir in einen Basket gepackt und der wird getrackt. Ist auch einer der größten Positionen, die wir haben oder einer der größten Tracker, die wir haben. Gibt es auch schon ein bisschen länger, aber er wird echt gut angenommen, weil unser Research auch ausgezeichnet ist. Und dann zum Beispiel gibt es auch einen Swiss Multifaktor, der sich nur auf den Index, der bezieht sich halt wirklich nur auf Aktien aus der Schweiz und eben mit verschiedenen Faktoren gewichtet, nur auf Schweizer Aktien in dem Fall. Und sonst sind eigentlich alle Themenzertifikate, die wir haben, relativ breit gestreut, weil man eben auch dadurch die breite Masse an Aktien einfangen möchte. Und deshalb gibt es aktuell zwei, die sich wirklich nur auf Schweizer Aktien beziehen. Aber wenn du jetzt eben gleich wieder in die Breite reingehst, dann bist du nicht relativ schnell im SPI rein. Swiss Performance Index. Ja, also das heißt ja nicht, weil es im SPI ist, dass es schlecht ist oder dass es gut ist, aber nein, nicht unbedingt. Nicht unbedingt? Nein. Okay. Also bestimmt wird ein oder andere Aktie schon im SPI sein, ja, aber nicht unbedingt. Also es wird meistens unterschätzt, wie groß ein Aktienuniversum sein kann. Das ist wirklich so. Wie viele Aktien haben wir in der Schweiz? Börsen gehandelt. Okay, in der Schweiz. Das ist ja schon wieder was anderes. Weltweit gesehen sind es schon ein paar mehr. Ja, das aber das in der Schweiz ist es relativ überschaubar, sagen wir es so, ja. Okay. Aber das heißt nicht, dass es schlecht ist. Also, ich muss sagen, jetzt haben wir ein bisschen Gickerei gemacht. Ich muss auch mal reinschauen, was es da für Themen gibt, die wir noch können. Bist du noch nicht investiert? Nein, gar nicht. Du wieso? Weißt, meine Altersvorsorge ist geregelt, meine Kinder sind geregelt, ich habe Bitcoin, ich bin fein raus. Weißt du, aus dieser ganzen Geschichte? Ich muss nichts mehr suchen. Ich habe auch Bitcoin. <to go. lacht> nein, ja. Ich bin gar nicht investiert. Weil ich habe immer das Gefühl gehabt, sobald du das Thema Investment machst, bist du eben schon zu spät dran. Und jetzt hat sie mir erklärt, nein, eigentlich nicht, weil wir sind vorher dran als Medien. Das ist ein Argument, um nochmal reinzuschauen. Ja. Aber du musst schon auch proaktiv dich um die Themen kümmern, weil dann, wenn sie in den Medien sind, oder? Eben, für da habe ich ja Zeit. Also das tut dir wirklich ein neues Universum auf, oder? Je nach Thema, das du suchst, dann wirst du sonst gar nie... Die würdest du gar nicht auf den Radar bekommen, oder? Einfach die Themen, wie die zum Teil auch gebündelt sind, oder? Mit der Ernährung oder dann Luxury, oder? Ja, eigentlich logisch, aber du kommst einfach nicht drauf. Ohne Thema. Ja, aber hast du nicht das Gefühl, weißt du, du kannst jedes Thema so verkaufen, dass es plötzlich mega spannend ist? Also ich meine, mit dem verdienen wir zwei ja unser Geld. Wir machen Finanzen spannend, oder? Also du kannst jedes Thema verkaufen, dass es spannend ist, oder? Das ist bei Trends. ETF Trend Investments ist ja da auch so, oder? Du kannst ja jeden Trend schön schreiben am Ende des Tages, oder? Aber es gibt schon gewisse Themen, wo einmal auch jetzt so ein bisschen Bashing ist. So, glaube bei Wasserstoff hast du dann gewisse, die dann so ein bisschen Diskussionen halt auslösen. Weil die Leute sagen, oh nein, Wasserstoff ist schon lange vorbei, oder? Eben da meine ich. Ich finde es mega schwierig dort, oder? Mit dem bin ich bis Stand heute nicht investiert in die ganze Geschichte. Ja. Aber Cybersecurity, jetzt was du sagst, finde ich echt mega spannenden Ansatz. Ja. Ja, also eben einfach ein bisschen über den Tellerrand raus schauen. Oder? Ja. Und bei den Einzelaktien finde ich das tendenziell schwierig. Klar, wenn du es schaffst, umso besser. Ich meine, Corona ist auch so ein Beispiel. Also ich sage einfach auch im Kurs immer einen Schritt weiterdenken. Oder? Corona-Krise, gut, wer ist betroffen? Die ganze Flugzeugbranche, ich kann es eigentlich anders wieder sagen. Pharma. Luftfahrt, danke. Flugzeugbranche.
Luftfahrt, Pharma, ja, schon von der Branche her gesehen, oder? Aber es gibt Firmen dahinter, die wachsen in diesem Segment, oder? Die, die Pharma-Firmen zum Beispiel beliefert haben, mit diesen Boxen, damit der Impfstoff transportiert werden kann. Und zack, ist immer ein anderes Thema. Also wieder denke ich finde halt, über Themenfonds kommst du dann wie in neue Themen rein, wo du denkst, ja, logisch. Aber es ist einfach, du musst einen Schritt noch weiterdenken. Vorausstudieren. Finde ich ein mega gutes Abschlusswort an dieser Stelle. Investieren, immer einen Schritt vorausdenken. Und schon bist du im Thema Investment drin. Ja, mega cool, danke vielmals. Hast du noch, wo kann man sich bei euch am besten informieren über die Themen Investments? Am besten bei uns auf dem Derinet. Da kann man unter dem Themeninvestment gleich schauen, welche wir aktuell haben. Aber unsere Themenbroschüre genauso schicken wir auch gern zu. Einfach anrufen. Wir schicken alles raus. Ja. Auch per E-Mail gern. Wo findet man eure Nummern? Weißt du, Banken finden immer so einen heissen. Oder? Wenn du einen Auszug bekommst, ist nie eine Nummer drauf, die deinen Berater anrufen kannst, oder? Ja, bei allen unseren Newslettern ist unten unsere Nummer drauf, okay. Damit man uns erreicht. Und gerade vorbeikommst, ist dir da noch nie aufgefallen? Du musst mal einen Auszug anschauen, du hast keine Nummer drauf von deinem Berater. Die wollen nicht, dass du anrufst. Also welchen Auszug? Ja, irgendwann einen Auszug bekommst von der Bank, ist nie eine Ansprechperson drauf oder eine Beraternummer. Ja, ich glaube, sie wollen vielleicht, dass du über sein Banking gehst. Ja, eben. Tendenziell, ja. Möchte das schon noch schnell Arbeit. Aber Berater sind eben auch nicht für alles zuständig. Also weißt, ich kann ja selber auch mein Telefon. Also, ich meine, du könntest den ganzen Tag am Telefon sein. Ja, das ist ja so. Könnte man auch. Ja, aber weißt du, du hast ja dann ein Beratungsgespräch, oder? Und ich bin auch immer froh, hat die Hotline mir gewisse Fragen abgenommen. Ja, aber weißt du, wenn ich wirklich muss googlen, um meiner Hausbank anzuleiten, weil ich einfach die Nummer nicht gerade parat habe, das ist da, was mich nervt. Aber bei euch ist das anscheinend. Überall drauf. Super. Yes, dann. LinkedIn kann man dir schreiben, aber nicht für Finanzfragen, wie du in der letzten Podcast-Folge schon gesagt hast. Das stimmt. Dich finden wir unter corinbrecher.ch. Komm. Oh, weltweit, okay. International. Mich finden wir unter Finanzfabio. Und wie immer an dieser Stelle noch ein kleiner Reminder: Podcast bewerten und die Folge an zwei Kollegen und Kolleginnen schicken, die uns noch nie geschickt haben. Das ist eigentlich der beste. Genau. Ich danke euch vielmals für eure Zeit und bis zum nächsten Mal. Bis bald.